Was verbindet die Kaffeemarke Nespresso und die Tierfuttermarke Purina miteinander? Beide gehören zum Nestlé-Konzern. Welche Marken der Schweizer Lebensmittelhersteller noch vertreibt, verraten wir jetzt. Auf der eigenen Website gibt Nestlé an, mehr als 2000 Marken zu vertreiben. Das Angebot reicht von Salami-Pizza über Mineralwasser bis hin zu Tiernahrung. Die neueste Übernahme des Konzerns ist der Hamburger Gewürzhersteller Ankerkraut. Bei den Ankerkraut-Fans sorgte das für lauten Protest. In der Kategorie Fertigprodukte sind die wohl bekanntesten Marken Maggi, Tomi, Wagner Pizza und die Nudeln der Marke Buitoni. In der Kategorie Süßwaren finden sich bekannte Marken wie After Eight, KitKat, Smarties und Lion. Aber auch diverse beliebte Frühstücksflocken gehören dem Konzern. Zu den Wassern von Nestlé gehören San Pellegrino und Vittel. Letzteres soll in Deutschland und Österreich noch im Jahr 2022 vom Markt genommen werden. Die umstrittene Wassergewinnung im gleichnamigen französischen Ort Vittel will Nestlé allerdings weiter betreiben. Beim Geschäft mit Wasser stand Nestlé bereits öfter in der Kritik, über Lizenzgeschäfte lokale Wasserreserven aufzukaufen und teurer an die Bevölkerung wieder zu verkaufen. Wer wissen will, welcher Konzern sich hinter einem Produkt versteckt, der sollte im Supermarkt hinten auf der Verpackung nachsehen.